In der Notaufnahme übernimmt Assistenzärztin Mara Reinke den schwer verletzten Tim. Die Mutter des 17-Jährigen hatte den Rettungsdienst alarmiert, nachdem ihr Sohn im Nachbargarten auf einen rostigen Nagel fiel. Sie ist noch mit dessen Bruder auf dem Weg in die Klinik. Nagelunfall ist bei den Gartenarbeiten halt auf dem Brett draufgefallen. Ja. Habt ihr ein Alter? Wie alt ist er? Er ist 17 Jahre, er ist Tim. Ja. War ansprechbar, hat eine kleine Kopfverletzung noch, die haben wir schon versorgt. Ja. Tim, hallo, hörst du mich? Mein Name ist Dr. Reinke, ich bin die Ärztin hier in der Notaufnahme. Verstehst du mich? Okay, ja, er hat müde, ordentlich Schmerzmittel bekommen von euch, bist du ein müde. So, Tim, ich drück jetzt mal auf deinem Kopf. Tut da irgendwas weh? Nee, da ist erstmal nichts. Okay, hier Schultern auch nicht. Guck mal, wie stabil das hier ist. Müssen wir vorsichtig sein. Okay, gut, hier am Bauch war auch nichts soweit. Okay, Becken, gucken wir mal. Ihr habt ihn auch komplett einmal ausgezogen, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Okay. Kompletter Bodycheck, jawohl. Das ist die Vorlage. Hallo. Okay. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Ich bin die Mutter. Okay, mein Name ist Reinke, ich bin die Ärztin hier in der Notaufnahme. Sie sind die Mutter von Tim. Waren Sie dabei, als es passiert ist? Nein. Ich habe nur einen lauten Schrei gehört. Ich war gerade in der Küche und habe dann aus dem Fenster geguckt und habe ihn dann da liegen sehen. Also Sie wissen nicht genau, was jetzt passiert ist, wie es zu dem Unfall kam? Nein, ich habe der Bruder, nehme ich an. Ne? Ja. Also, ich kann es nur vermuten. Da war eine Treppe im Garten. Er sollte bei der Nachbarin helfen. Und dann lag er da. Ob er gestolpert ist, ich weiß es nicht. Ich würde ihn jetzt erstmal untersuchen, das heißt, ich würde einmal kurz auf die Lunge hören, weil zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, dass dieser Nagel, den wir hier sehen, dass er schon ziemlich tief eingesunken ist in den Oberkörper. Kann man das jetzt nicht schon entfernen? Nee, das kann man jetzt nicht einfach rausnehmen. Wir dürfen auch gar nicht viel manipulieren jetzt an ihm. Wenn etwas im Körper steckt, irgendein Fremdkörper, der sich dort reingebohrt hat, dann sollte man tunlichst vermeiden, diesen an Ort und Stelle direkt zu entfernen. Denn oft ist es so, dass es sich um innere Verletzungen handelt, die man von außen nicht erkennen kann. Seien es Verletzungen von Nerven, Gefäßen oder auch Knochen oder sogar inneren Organen, wie wir das bei Tim vermutet hatten, dass sogar die Lunge verletzt wurde. Ich verstehe das alles nicht. Er sollte nur ein bisschen bei der Nachbarin im Garten helfen. Jetzt liegt er hier mit einem Nagel im Brustkorb. Also die Lunge ist beidseits gut belüftet. Kannst du mich einmal anschauen, Tim? Ja, so gut. Einmal ganz kurze Info. Notfallröntgen ist angemeldet. Wir können gleich direkt durchkommen. Okay. Es ist für uns sehr schwierig, von außen zu beurteilen, inwieweit der Nagel innere Verletzungen verursacht hat. Wir könnten nur sehen, dass der Nagel sich tief in den Thorax gebohrt hat, sodass es dringend indiziert ist, eine Bildgebung zu machen, um herauszufinden, inwieweit innere Verletzungen vorliegen. Also der Nagel ist fast komplett versunken. Ich weiß nicht, ob man das... Siehst du das von unten auch? Also der Nagel ist komplett versunken und rostig. Ja, gut, also ab ins CT. Der Verletzte muss äußerst umsichtig transportiert werden. Denn schon der kleinste Ruck des Nagels könnte eine schwere innere Blutung auslösen. Kaum ist Tim beim Röntgen, meldet sich Mathelehrerin Beate mit einem delikaten Problem in der Notaufnahme. Hallo, mein Name ist Reinke, ich bin die Ärztin hier in der Notaufnahme. Beate Schröder. Ja, was ist los, Frau Schröder? Ich habe Klodeckel am Hintern kleben. Eieiei, okay. Soll ich irgendwie einen Rollstuhl holen oder wollen Sie laufen? Nein, danke, ich kann ja nicht so sitzen. Okay, gut. Wer ist das hier? Der Ehemann. Sie sind der Ehemann. Wollen Sie mitkommen oder? Nein, ich kann nicht warten. Okay, dann nehmen Sie einfach Platz und wir gehen langsam ins Behandlungszimmer. Ich zeige Ihnen, wo es lang geht. Sie machen einfach in Ihrem Tempo, ne? Ja. Genau. Frau Hoppe, das ist Ihr Sohn schuld. Der hat, hätte ich das bloß nicht gesagt, dass er bei mir im Garten helfen würde. Ich wusste, das ist nicht gut. Entschuldigung, darf ich hier ganz kurz unterbrechen? Wir sind hier in einem Krankenhaus. Ich möchte Sie bitten, dass wir ein bisschen leiser sprechen. Ich glaube, wir klären das alles jetzt erstmal in Ruhe im Behandlungszimmer. Ja, ne? Gut, langsam. Ich zeige Ihnen, es geht links hier rein ins Zimmer 2. Hallo, Tobi. Guten Tag. Hier ist Guten die Frau Tag. Schröder. So, legen Sie sich doch einfach mal auf die Liege, so vielleicht in Bauchlage. Was ist denn überhaupt passiert? Ja, das müssen wir jetzt rausfinden. Also, Frau Schröder, dürfte ich einmal schauen, was da jetzt genau los ist an Ihrem Hintern? Ja, ich würde ein bisschen den Rock hoch machen. Okay, eieiei, da sieht man es schon. Okay, also der komplette Klodeckel hat sich hier hinten angeklebt, ja, bei Ihnen? Ja. Es war für uns eine völlig skurrile Situation, als Frau Schröder mit der Klobrille am Hintern die Notaufnahme betrat. Zu unserer Überraschung stellte sich letztlich heraus, dass der verletzte Tim und Frau Schröder in einem besonderen Verhältnis zueinander standen. Das war der Tim Hoppe.
Ich war nur eben einkaufen, da hat er mir den Streich gespielt. Das ist mein Schüler und mein Nachbar. Ja. Und der hat bei mir im Garten ein bisschen ausgeholfen. Dann bin ich kurz einkaufen gegangen und als ich wiederkam, musste ich so dringend auf Toilette und dann bin ich festgeklebt. Und das war der Tim. Kann nur der Tim gewesen sein. Also da sehen Sie sich ganz sicher, ja? Der war ja bei mir im Garten. Aha, okay. Der konnte ja da rein. Mhm. Wir haben so einen Kleberentferner da, so einen Löser. Ob wir das damit lösen können. Ja. Versprechen können wir noch nichts, aber weil wir wissen ja nicht, was für einen Kleber er genommen hat. Ja. Es kann sein, dass es dann auch ein bisschen brennt, ne? Mhm. Wir machen das mal ein bisschen hoch. Also man sieht schon deutlich da, wo der aufliegt, der Toilettendeckel, da ist es ordentlich gerötet, ne? Ja. Die Haut ist gerötet. Wir versuchen das jetzt so sorgfältig, wie es geht, zu machen. Die Frau Schröder hat uns ja dann im Verlauf erzählt, dass sie nicht nur die Nachbarin der Hoppes ist, sondern sogar die Lehrerin von Tim. Und hat dann auch im Weiteren berichtet, dass es Tim wohl faustdick hinter den Ohren hat und dass es wohl schon mehrmals zu solchen Vorfällen und Streichen gekommen sei. Und dann habe ich schon gedacht, naja, gut, könnte passen. Ne? Und ich kenne meine Pappenheimer. Und der Tim ist ganz schlimm. Der ist ganz schlimm. Ich kann machen, was ich will. Ja, jetzt hat er mich tief enttäuscht. Der Kleber scheint sich zu lösen. Ja, das wird vielleicht ein bisschen zwicken. Ne? Ja. Wir hoffen mal, dass wir jetzt nicht irgendwie groß Haut abtragen. Aber ja, genau. So, falls das jetzt wehtut. Ja, zippt ein bisschen. Ui. Au. Okay, die Klobrille stelle ich erstmal hier an die Seite. Ne? So, Tobi, schau mal, ich habe eine Salbe gefunden. Mhm. Die können wir jetzt erstmal drauf machen. Und Frau Schröder, ich würde Ihnen da noch ein Rezept ausstellen, dass Sie sich die Salbe auch für zu Hause besorgen können. Weil es ist schon wichtig, dass Sie diese Hautstellen noch ein bisschen pflegen. Schüler, streiche hin oder her. Wir haben alle unserem Lehrer mal einen Streich gespielt. Aber hier ging es schon in Richtung Körperverletzung. Weil so ein Kleber kann auch wirklich schwere Folgen haben auf der Haut. Nicht nur für die Haut, sondern wenn derjenige darauf reagiert, eine allergische Reaktion, kann sogar noch übler werden. In diesem Fall hatten wir jetzt wirklich Glück. Den Kleber konnten wir gut lösen mit dem Pflasterlöser. Und es konnten anscheinend keine großen Hautschädigungen festgestellt werden. Sagen Sie mal, wollen Sie den Klodeckel dann wieder mit nach Hause nehmen? Ja, den muss man wieder dran machen. Schon auf dem Heimweg malt sich die entrüstete Lehrerin aus, welche schulischen Maßnahmen sie gegen den 17-Jährigen in die Wege leiten wird. Für Tims Mutter sind Beates Vorwürfe indes noch zweitrangig, solange das Leben ihres ältesten Sohnes auf dem Spiel steht. Man sieht deutlich den Nagel. Und der hat sich auch ordentlich verbogen, was man von außen jetzt gar nicht so erkennen kann. Aber innen hat der sich schon ordentlich verbogen. Aber der hat knapp die inneren Organe verfehlt, sodass wir keine inneren Verletzungen jetzt hier erkennen können. Gott sei Dank, muss man sagen. Ja. Wirklich. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Trotzdem muss ich Ihnen sagen, man muss das operativ entfernen. Es wäre jetzt zu gefährlich, wenn wir das einfach hier im Schockraum machen würden. Das muss steril gemacht werden. Und da muss einfach gewährleistet sein, dass man die umliegenden Organe keinesfalls weiter verletzt. Ja? Deswegen wird da jetzt ein kleiner operativer Eingriff nötig sein. Ja. Okay, was meinen Sie, wie lange das alles noch dauert? Ich hab in der Aufregung komplett vergessen, meinen Mann, also ich hab deinen Vater noch gar nicht angerufen. So. Ich glaube, ich habe in der Aufregung das Handy in der Küche liegen lassen. Gib mir mal eben bitte dein Handy. Ja, ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Okay. Wie, du hast dein Handy? Du vergisst nie dein Handy. Ja, ich Linus, gib mir jetzt bitte das Handy. Ich hab das nicht. Das glaube ich. Da ist es doch. Ja. Ja, was ja? Willst du mich veräppeln? Nein. Ich muss deinen Vater anrufen. Dein Bruder muss operiert werden. In Sorge um ihren Ältesten ignoriert die Hausfrau das sonderbare Verhalten des 14-Jährigen zunächst. Zwei Stunden später darf die erleichterte Mutter endlich zu ihrem erfolgreich operierten Sohn. Tim ist wach und hat nun keine Chance mehr, ihren drängenden Fragen auszuweichen. Wie konnte das so passieren? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, Mama, ich bin Tatsache einfach nur gestolpert von den Treppen. Und dann lag halt das Brett da und es landete in meinem Brustkorb. So, schön, Sie zu sehen. Hallo, hallo. Linus, gib der Frau Doktor jetzt bitte die Hand. Ja, das geht gerade nicht. Wie, jetzt? Das geht gerade nicht? Du stehst schon den ganzen Tag da so rum. Hey, was hast du denn da? Auch ganz gerötet, ne, die ganze Haut. Linus, was ist das? Warst du beim Laternenbasteln oder wie ist das da in deine Hand gekommen? Was mit der anderen Hand? Also damit ist da genau das Gleiche dran wie hier? Kriegst du die aus der Tasche raus? Nee, da ist die Hand festgeklebt. Ist festgeklebt, ernsthaft? Festgeklebt. Okay, setz dich mal da vorne hin, ich hole mal gerade was zum Lösen.
Also Jungs, jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist hier los? Als wir uns die Hand von Linus im ersten Moment angeguckt haben, da wusste ich diese Fetzen an seiner Hand gar nicht richtig zuzuordnen. Aber Schwester Nancy hat dann noch mal genauer hingeguckt und gesehen, dass es sich um eine Art Klebstoff auf seiner Hand handeln musste. Ja, ich konnte das gar nicht so richtig zuordnen. Irgendwie fiel mir dann Frau Schröder plötzlich wieder ein. Du hast Klebe an den Händen? Frau Schröder kommt wutentbrannt in die Notaufnahme mit einem Klodeckel am Po, schreit mich an. Sie droht mit Konsequenzen. Du sollst von der Schule fliegen. Du hast dich bei ihr entschuldigt. Du wolltest ihr den Garten wieder schön machen. Das glaubt doch kein Mensch jetzt mehr. Und dann ziehst du auch noch deinen Bruder damit rein. Ich verstehe das nicht mehr. Also, der Tim hat damit eigentlich nicht wirklich was zu tun. Linus, lass gut sein, wirklich. Nein, das... Tim hat damit wirklich nichts zu tun. Ich war das. Wie, du warst das? Willst du mir jetzt allen Ernstes sagen, du hast Frau Schröder den Klodeckel da irgendwie an den Hintern geklebt? Ja. Das kann ja gar nicht sein. Du warst die ganze Zeit zu Hause. Nur du warst bei ihr im Garten. Du bist ja gar nicht in ihre Nähe gekommen. Als die Frau Schröder einmal einkaufen gefahren ist, habe ich gesehen, dass ein Fenster offen war. Und da bin ich dann halt bei ihr ins Badezimmer geklettert. Was hast du dir dabei gedacht? Ich fand es einfach ungerecht, dass der Tim da Gartenarbeit leisten musste für die Frau Schröder, obwohl der da nur mal ein paar Streiche gespielt hatte. Es war total ungerecht und da wollte ich mich halt für den Tim rächen. Ja. Und was ist daraus geworden? Dein Bruder wurde operiert. Wie ist das eigentlich passiert? Ja, das mit Tim war nicht beabsichtigt. Der wollte mir dann halt den Kleber aus der Hand nehmen und dabei ist er halt gestolpert und ist dann halt wirklich diese Treppe runtergefallen und hat sich dann diesen Nagel eingefahren. Leute, also ich hab ohne Worte. Dass Linus da für seinen Bruder so in die Bresche gesprungen ist und ihn verteidigen wollte, weil er der Meinung ist, dass sein Bruder von der Lehrerin zu Unrecht behandelt wird, kann ich schon durchaus nachvollziehen, aber das hätte man auch irgendwie auf eine andere Art und Weise lösen können. Du wirst dann heute Abend zu Frau Schröder rübergehen. Alles klarstellen, ansonsten fliegt dein Bruder von der Schule. Ja, ich mach das auch. Es tut mir auch so leid, das war ja nicht so geplant. Naja, ich hoffe, ihr beide habt draus gelernt. Ich würde sagen, da war gar nichts geplant, ne? So, eine Hand ist schon mal in Ordnung. Tut mir auch leid, Frau Doktor. Also, ich bin gerade echt sprachlos. Jetzt kann ich Ihnen wenigstens sagen, dass die Operation gut verlaufen ist. Die Chirurgen konnten den Nagel komplett entfernen. Es gab keinerlei innere Verletzungen. Und ich bin mir sicher, dass wir Ihren Sohn in 2 bis 3 Tagen Beobachtung entlassen können. Können Sie ihn wieder mit nach Hause nehmen. Ganz im Herzen. Es tut mir wirklich leid, aber ja, ich weiß auch nicht. Da ja nichts leid tun. Hier sitzt ein junger Mann, dem tut das ein bisschen leid, oder? So, Tim, ich habe es gerade schon zu deiner Mama gesagt. 2 Tage werden wir dich noch hier behalten zur Beobachtung. Ist aber alles gut verlaufen. Operation ist gut gewesen. Dir geht's auch soweit besser. Ne? Ja, schön. Dann würde ich trotzdem vorschlagen, dass du noch mal auch das Gespräch suchst mit Frau Schröder, weil ich sie so einschätze, dass man mit Frau Schröder auch gut reden kann und dass es schon auch wichtig ist, dass du dich noch mal bei ihr entschuldigst für das, was passiert ist. Nicht nur du, alle beide. Ja, so, dann alles Gute, ja. Tim wurde bereits 2 Tage später aus der Klinik entlassen. Gemeinsam mit Bruder Linus hat sich der 17-Jährige bei seiner Lehrerin entschuldigt und beide haben angeboten, freiwillig Sozialstunden abzuleisten. Daraufhin hat die Pädagogin auf einen Schulverweis verzichtet.